Hallo Sandro, wir sehen uns heute wieder hier. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Natürlich verstehe ich, dass die Umstände, die hätten auch gerne anders sein können, aber sie sind nun mal so, wie sie sind. Und deswegen würde ich von dir gerne wissen, wir hatten uns ja darauf verständigt, dass wir vielleicht die letzte Woche Revue passieren lassen, was so passiert ist. Was ist denn passiert? Revue passieren lassen ist ein guter Ausdruck, weil es gibt ja so im Varieté gibt es ja immer die Revue, wo dann die Schausteller am Schluss nochmal auftreten und nochmal sich vorm Publikum zeigen. Und ja, schauen wir uns doch einfach heute mal die ganzen Schausteller an in diesem Spiel, welche Rollen sie spielen. Setzen wir uns doch mal auf einen Berg, wir zwei, du und ich, schauen ins Tal, welches Trauerspiel da gespielt wird. Und ja, dann erkennen wir die Rollen der Personen. Also meinst du, es ist eine Art Schauspiel und die verschiedenen beteiligten Personen, die haben Rollen dabei, die sie ausfüllen. Du ja Ja, auch. wir haben ja. Ja, wir auch. Also ich habe ja meine Rolle als Vater und die Mutter hat ihre Rolle als Mutter, der Richter seine Rolle als Richter, Verfahrensbeistand, Jugendamt. Das sind ja Menschen dahinter, die da diese Rollen ausfüllen. Und dieser Blick von oben hilft auch da vielleicht mal den Mensch dahinter zu erkennen. Was ist denn konkret passiert? Du hast deine Kinder jetzt immer noch nicht gesehen? Ja, ich habe ja die Kinder am Dienstag gesehen. Da waren die ja da. Und da ging eine E-Mail von mir an die Mutter und eine E-Mail von der Mutter an mich. Und dann war klar, dass die am Dienstag bei mir sind. Und Donnerstag kam dann der Beschluss vom Gericht auf begleiteten Umgang. Was ja umso überraschender war, weil ja die nach 4 Wochen Umgangsboykott die Kinder freiwillig und ohne Probleme zu mir gelassen hat. Der Ton war gerade ein bisschen schlecht. Ich habe verstanden, dass wir nach wie vielen Wochen 4 Wochen. Umgangsboykott die Kinder einfach am Dienstag zu dir gelassen hat. Und danach kam der Beschluss, der vorsieht, dass du die Kinder, du hast angedeutet, 1,5 Stunden in der Woche demnächst siehst, also radikal reduziert. Genau. Heißt, die Kinder, die Obwohl wollen. ja, es gab ja eine Elternkooperation an dem Dienstag, ja, ohne Gericht. Und dass er den Gericht einen begleitenden Umgang beschließt, ist nicht stimmig. Und auf welcher Basis hat das Gericht diesen begleiteten Umgang beschlossen, der ja auch das, was war, radikal reduziert? Ja, also die Begründung ist, ich würde unsere Kinder gefährden. Und zwar, weil ich vor Gericht gesagt habe, ich würde weiter mit unseren Kindern über das Wechselmodell reden und auch weiter mich im Internet für das Wechselmodell einsetzen. Und diese zwei Umstände würden die Kinder in einen Loyalitätskonflikt mit der Mutter bringen und das sei seelisch belastend für die Kinder. So belastend, dass es wohl anscheinend weniger belastend ist, wenn sie mich nur 1,5 Stunden pro Woche sehen unter Bewachung von zwei Frauen im Vergleich zu frei mit dem Vater zusammen sein und vielleicht sogar, wie es ihrem Wunsch ja entspricht, noch mehr Zeit mit dem Vater zu verbringen als bisher. Also anscheinend ist das Wechselmodell und die angebliche Beeinflussung meinerseits der Kinder, was das Wechselmodell angeht, wobei ich ja sage, die haben da von sich auch davon geredet, der scheint viel schlimmer zu sein als ein begleiteter Umgang, eine bewachte Betreuung. Das ist natürlich schwer zu verstehen. Du hast vorhin gesagt, auf den Berg sitzen und die Rollen anschauen und auch die Menschen dahinter. Ich kann mir
Ich kann mir ehrlich nicht vorstellen, wie ein Mensch so eine Sicht haben kann. Liegt das an der Rolle, die er einnimmt? Du meinst den Richter? Naja, er hat ja diese Einschätzung getätigt auf der Basis von anderen Einschätzungen. Da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen. Und das ist ja ein Beschluss, der ist ja für dich bindend und für die Kinder. Wie kommt ein Mensch zu dieser Einschätzung? Ja, vor allem, das ist eine gute Frage, auch vor dem Hintergrund, dass ja die Mutter die Kinder am Dienstag zu mir gelassen hat. Also bestand ja diese Gefährdung, bestand jetzt an diesem Dienstag nicht, oder warum hat sie die Kinder zu mir gelassen? Das passt ja nicht zusammen. Und wieso lässt die Mutter die Kinder zu mir und der Richter schickt 2 Tage später den Beschluss an uns raus? Dem steht, ich würde die Kinder gefährden mit der Beeinflussung zum Wechselmodell. Also habe ich sie am Dienstag mit dieser angeblichen Beeinflussung nicht gefährdet. Hängt das jetzt auch von den Tagen ab? Also war der 9. September, 9. Oktober 2018 ein Tag, an dem das Reden über das Wechselmodell mit den Kindern nicht kindeswohlgefährdend war? Und was einen Menschen wie den Richter dazu bewegt, so einen Beschluss zu fassen, das ist eine gute Frage. Also auf menschlicher Ebene kann ich es mir nur so erklären, dass irgendwas in der eigenen Erfahrung des Richters sein muss, was ihn vermuten lässt und entscheiden lässt, dass Kinder, die ihrem Vater mitteilen, sie wollen mehr Zeit mit ihm verbringen, und ein Vater, der sich auch dafür die Kinder einsetzt, also dass das nicht sein kann, ja, dass das von den Kindern freiwillig kommt. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil es macht sonst keinen Sinn, ja. Also irgendwas muss mit dem Richter sein, gewesen sein, dass er persönlich so eine Entscheidung für vertretbar hält. Was überhaupt nicht in mich rein will, ist, warum ist das Reden mit den Kindern über das Wechselmodell Manipulation und so kindeswohl schädigend, dass der von den Kindern geforderte mehr Umgang mit dem Elternteil beschränkt wird, radikal, aber die wahrscheinlich vorliegenden Gespräche über das Residenzmodell, bin ich mir sicher, also können wir uns ja relativ sicher sein, dass die nicht kindeswohl schädigend sind. Und die ja sogar auch noch diametral dem gegenüberstehen, was die Kinder geäußert haben, bei dir als auch bei der Mutter. Ja, wieso ist das ein Konflikt? Ja, ich habe in dem Beschluss steht ja drin, dass durch den begleitenden Umgang soll eine Beeinflussung der Kinder gegen den betreuenden Elternteil vermieden werden. Ah. Also da steht es ganz klar drin, dass der betreuende Elternteil ist ja die Mutter. Und die Einschätzung des Richters ist, ich würde die Kinder beeinflussen mit meinem Reden vom Wechselmodell, auch durch die Internetseite, und würde sie gegen den betreuten Elternteil beeinflussen. Also der hat automatisch. Ist der auf der richtigen Seite, der betreuende Elternteil? Sagt es das? So verstehe ich es. Warte mal kurz, ich mache mal kurz Mute. Ja, also warum ist der Boykott der Mutter, ja, die das Wechselmodell nicht zulässt? Weil wir haben ja gesagt, wir wollen es leben. Warum ist ihre Haltung, ja, gegen das Wechselmodell? Warum bringt sie damit die Kinder nicht gegen mich auf? Ja, warum ist das nicht ein seelisches Problem für die Kinder, sondern warum ist es das nur andersrum? Nur, ja,
Also Perspektive des Richters, weil ich mit den Kindern über das Wechselmodell rede. Und diese Einschätzung ist ja fraglich, weil im Residenzmodell haben die Kinder ja weniger Zeit mit dem anderen Elternteil. Plus die Mutter hat ja 4 Wochen lang boykottiert. Sie hat ja die Kinder 4 Wochen lang nicht zu mir gelassen. Also im Grunde wird die Mutter ja für dieses Verhalten belohnt. Und ich werde nur deshalb abgestraft, weil ich vor Gericht gesagt habe, ich werde weiterhin mit den Kindern über das Wechselmodell reden und auch auf der Website weitermachen, weil erstens ist es mein Elternrecht durch das Grundgesetz geschützt, dass ich ja Erziehung und Sorge der Kinder, dass ich natürlich, ja, so habe ich es vor Gericht gesagt, über alle Bedürfnisse unserer Kinder mit den Kindern rede, in allen Lebensbereichen. Dazu gehört auch die Frage, wo wir leben und wie wollen sie leben, meine Eltern. Das war eben vom Empfang. Natürlich Meinungsfreiheit. Das war eben vom Empfang schlecht, warte mal. Freiheit, meine Meinung im Internet auszudrücken. Warte mal, das war im Empfang eben schlecht. Also du redest natürlich mit den Kindern über alle Lebensbereiche. Die Verbindung ist gerade schlecht. Markus? Ja. Ja, ist schlecht, ich merke es. Die Verbindung war schlecht. Hast du mich gut gehört? Nee. Und es ist eigentlich auch immer noch so. Das ist immer wieder abgebrochen. Jetzt höre ich dich wieder. Na, es ist hier auch immer noch ein bisschen unterbrochen. Du hast gesagt, natürlich wirst du sie in allen Lebensbereichen hören und unterstützen. Die Verbindung ist schlecht. Lass uns mal Pause. Jetzt geht's weiter. War schlechte Verbindung. Du hast, also was nicht mehr verständlich war, war, du hast gesagt, du würdest die Kinder eben in allen Lebensbereichen unterstützen. Das hast du auch bei Gericht gesagt. Genau. Wegen meinem Elternrecht, ja, Erziehung und Sorge. Alle Lebensbereiche, dass ich da ihre Bedürfnisse wahrnehme und mit ihnen bespreche. Und da gehört eben auch dazu, wo sie leben wollen und wie bei ihren Eltern. Und das Zweite ist natürlich die Meinungsfreiheit. Warum soll ich aufhören, meine Meinungsfreiheit im Internet zu äußern, dass ich das Wechselmodell nach der Trennung für die beste Lösung halte, standardmäßig? Das heißt ja, was ich durchhöre durch den Beschluss, ist ja, dass du als Mensch und als Mitglied der Gemeinschaft ruhig gestellt werden sollst mit allen Mitteln. Ja? Dir wird ja alles angedroht in diesem Beschluss schon. Kannst du da mal noch drauf eingehen? Nicht mit allen Mitteln. Also alle Mittel wäre ja ein Umgangsausschluss gewesen, dass ich die Kinder gar nicht mehr sehen darf. Was ja etwas ist, was nach wie vor wie ein Damoklesschwert jetzt über uns hängt, weil ich ja weiterhin über das Wechselmodell rede mit den Kindern und beim begleiteten Umgang, wenn ich den Beschluss richtig interpretiere, darf ich ja eben nicht über das Wechselmodell mit den Kindern reden. Und wenn ich das dort machen würde, ich habe ja schon gesagt, ja, ich gehe nicht hin, aber wenn ich da hingehen würde und über das Wechselmodell rede, dann könnte man quasi gleich sagen, na, der ist ja völlig uneinsichtig und jetzt müssen wir hier den Umgang ausschließen mit den Kindern. Also, ja, wird da versucht, mich mundtot zu machen? Ist das so gefährlich? Also, ich, was dieser Beschluss ist für mich, es gibt ja sonst nichts, ja. Es gibt keine andere Begründung als die Tatsache, dass ich mit den Kindern über das Wechselmodell reden werde und auf der Website weitermache. Und es ist ja auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Also, jetzt hat der Vater, was die Betreuung angeht, eine andere Meinung als die Mutter. Ja, holla, dazu braucht es ja keine besondere Intelligenz, weil die Eltern haben ja unterschiedliche Anträge gestellt. Ja? Und ich stelle ja einen anderen Antrag, weil ich die Meinung habe. Gut, jetzt kann man sagen, ich soll aber trotzdem nicht mit den Kindern reden. Ich kann ja den Antrag stellen, aber ich soll nicht mit den Kindern reden. Aber woher kam denn dieser Antrag? Dieser Antrag kam, weil die jüngste Tochter im April gesagt hat, Entschuldigung,
ich möchte halb bei euch leben. Ich möchte im Wechselmodell leben. Und dann ging alles wieder los. Deshalb stelle ich einen Antrag. Aber das Gericht stellt jetzt fest, ich würde die Kinder gegen die Mutter beeinflussen. Mhm. Und wo diese Feststellung herkommt, ist mir ein Rätsel. Ja? Also das sind Behauptungen vom Jugendamt Ehingen, von der Verfahrensbeiständin, die nicht belegt werden. Es stand ja nie jemand daneben. Die Mutter hat es auch immer behauptet. Und was bitte ist eine negative Manipulation? Nehmen wir mal hypothetisch an, ich hätte die Kinder manipuliert. Und nehmen wir hypothetisch an, die Mutter hat sie auch manipuliert. Dann nach dieser Annahme hätte ich ja die Kinder so manipuliert, dass sie beide Eltern haben. Während die Mutter die Kinder ja so manipuliert, dass sie, weil sie einen Umgangsausschluss beantragt hat, also einen Elternteil gar nicht haben für eine längere Zeit. Und wenn man dann vom Kindeswohl her sich das anschaut, muss man ja sagen, dass meine hypothetische Manipulation weniger schlimm ist. Ja? Da ist die Wahrscheinlichkeit der Entfremdung liegt dabei 10%. Ein Loyalitätskonflikt gibt es auch nicht, weil die Kinder ja beide Eltern gleichwertig haben. Aber die Gefährdung bei dem, was die Mutter beantragt hat und wie sie die Kinder hypothetisch manipuliert, das ist ja eine ganz andere Qualität. Sowas ist der Kindeswohlgefährdung, dass man einen Elternteil gar nicht hat. Ich habe vorhin nach dem Menschen hinter der Rolle gefragt, aber da ließ ich es jetzt nur so hypothetisch erklären, aber ist es vielleicht die Rolle, diese Entscheidung und diese Sichtweise irgendwie bekräftigt? Also ist man als Richter in einer Rolle, in der man so eine Entscheidung auf diese Art trifft? Es gibt ja eine Kultur des Gerichts, eine aktuelle Auslegung der Gesetze, Rechtsprechung, an die er sich hält. Also er ist ja Teil dieses Clubs sozusagen. Er hält sich an das, was der BGH, das Bundesverfassungsgericht sagen. Er könnte ja als Richter sich auch auf das Grundgesetz berufen, ja, und sagen, das, was der BGH da entschieden hat, halte ich für grundrechtswidrig, ja. Und ich bin nur dem Gesetz unterworfen, also kann ich auch dagegen entscheiden als Richter. Da muss man ziemlich mutig sein als Richter, um sowas zu machen. Die Option hätte er gehabt, ja, dass er auch da seinem Gewissen folgt, wie ich es ja gemacht habe. Als ich gesagt habe, die Umgangsvereinbarung, die wir haben, ist sittenwidrig, weil sie unsere Kinder vorsätzlich schädigt, ja, weil die das Wechselmodell wollen. Jetzt ist es so, dass der Richter gesagt hat, ich würde die Kinder schädigen, weil ich mit denen über das Wechselmodell rede und sie anscheinend beeinflusst habe. Das ist da gesellschaftlich, psychologisch bei dem Richter. Das ist das Gruppendenken bei den Richtern. Es ist die Rechtsprechung der höheren Gerichte. Vielleicht auch eine Gewohnheit. Also du hattest angedeutet von, der Richter beruft sich auf Behauptungen des Jugendamtes, die sich auf Behauptungen der Mutter stützen, die sich auf, also an die gängige Rechtspraxis orientieren kann. Also so dreht sich das irgendwie im Kreis. Ja, genau. Also im Beschluss zum Beispiel steht, die Verfahrensbeistände und das Jugendamt haben nachvollziehbar dargelegt, dass das Wechselmodell und deren Konfrontation damit die gesunde Persönlichkeitsentwicklung der Kinder derzeit gefährdet. Sie haben das der Richter nachvollziehbar dargelegt. Genau, also er findet es nachvollziehbar. Das Problem ist, das Jugendamt hat nur in der Verhandlung gesprochen. Es gab keine Schriftstücke vom Jugendamt, also die halten sich da mittlerweile völlig zurück, weil ich halt die Sagen von denen auf unserer Website veröffentliche. Deshalb, ich hatte keinen Kontakt mit denen bis zu der Verhandlung und dann gab es ein paar Sätze vom Jugendamt, die waren das Typische, ja, oh, Vater ganz schlimm, besessen von der fixen Idee des Wechselmodells, begleiteter Umgang, bla bla. Und die Verfahrensbeiständin hat dann das gleiche Horn geblasen. Ja. Ich hatte sogar den Eindruck, dass die den Part des Jugendamts übernommen hat, den das Jugendamt im Mai hatte. Ja.
mit Vater manipuliert, Kinder, psychischer Druck, bla bla. Diesen Teil hat diesmal die Verfahrensbeistände in ihrer Stellungnahme geschrieben, was sie im Mai nicht getan hat. Ja, also für mich hat es nach einem strategischen Vorgehen ausgesehen. Gut, der Krogans geht gegen das Jugendamt vor, öffentlich, die ducken sich da, also übernimmt die Verfahrensbeistände jetzt diesen Teil. Und die hat es eben, also ist meine Meinung, ja, das hat die Verfahrensbeistände aber nicht begründet in ihrer Stellungnahme, wo denn da eine Beeinflussung sei und was denn daran schlimm ist und warum sie denn gefährdend ist. Also im Grunde hat die Verfahrensbeistände das Gleiche geschrieben wie der Richter in seinem Beschluss, ohne Begründung, aber der Richter bezieht sich darauf und findet es nachvollziehbar. Mhm. Und er schreibt ja, das Gericht ist im Rahmen der einstweiligen Anordnung zur Sicherung des Kindeswohls ebenfalls derzeit davon überzeugt, dass der geschützte Rahmen des begleitenden Umgangs in den Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes dringend notwendig ist, um den Umgang weiterhin kindeswohldienlich aufrechtzuerhalten. Und ja, du sagst es. Und wir hatten in einem anderen Gespräch, hattest du angedeutet, dass die Kinder, die wollen ja auch alle nicht mehr zu dir. Ne? Demzufolge ist ja dieser Beschluss jetzt im geschützten Rahmen kindeswohldienlich, weil, oder? Ja, es war so, dass vor Gericht die Verfahrensbeistände gesagt hat, die Kinder wollen ja zum Papa und die wollen auch mehr Zeit mit dem Papa verbringen. Das hat die im Gericht gesagt, die Verfahren. Hat die gesagt, die älteste Tochter würde gerne flexibel auch mal entscheiden, heute nach der Schule übernachte ich beim Papa, der 2 Gehminuten von der Schule weg wohnt. Ja? Und morgen gehe ich wieder zur Mama. Und die Zwillingsjungs, die 5-Jährigen, wollten unbedingt, dass der Papa sie mal endlich in den Kindergarten bringen kann. Ja? Hat die Verfahrensbeiständin alles gesagt, ja? Und der Richter fand es auch gut. Und bis dahin hat sich alles nach einer Erweiterung des Umgangs angehört. Bis dann zur Sprache kam, ja, ob ich denn bereit wäre, aufzuhören, über das Wechselmodell zu reden mit den Kindern. Aber warte, das checke ich jetzt nicht. Die Kinder haben gesagt, du hast jetzt die mittlere Tochter ausgelassen, aber die hat... Also die mittlere Tochter, die hat sich völlig rausgehalten. Die hat gesagt, was sie will. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstehe, die Kinder haben gesagt, durchschnittlich, dass sie sich freuen, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Mhm. Und am Ende steht, der Richter beschließt, dass du einen radikalen Einschnitt erleben musst und die Kinder auch, was du ja jetzt schon hattest, 4 Wochen. Und das ab dem Punkt, als du geäußert hast, dass du natürlich weiterhin mit den Kindern über ihre Bedürfnisse sprechen würdest und auch dich im Internet für das deiner Meinung nach kindeswohldienlichste und dem Grundgesetz am meisten sich nähernde Betreuungsmodell einsetzen wirst. Ab dem Punkt hat der Richter beschlossen, einen Beschluss gefasst, der eigentlich entgegen dem war, was er auch gesehen hat, was die Kinder eigentlich wollen. Ja, und es ist ja nicht stimmig, weil wie kann die Verfahrensbeistände auf der einen Seite sagen, ja, die Kinder wollen ja zum Vater. Und sie kann sich vorstellen, dass die Donnerstag bis Montag beim Vater sind, ja, dass der Umgang entsprechend dem Wunsch der Kinder geändert wird. Hat sie in der Verhandlung gesagt. Und dann, ja, alles immer in dem Rahmen, dass ich ja anscheinend die Kinder beeinflusse und gefährde. Also in diesem Rahmen der Beeinflussung, angeblichen Beeinflussung, haben die Kinder klar geäußert, sie wollen mehr Zeit mit dem Vater verbringen. Die Gefährdung ist also die gleiche, ja, hypothetisch, die vom Gericht angenommene Gefährdung. Die verändert sich ja nicht. Mhm. Aber nur weil ich gesagt habe, ich rede weiter mit denen über das Wechselmodell, hat man den Kindern nicht gegeben, was sie wollen. Mhm. Dann ist ja die Frage zu stellen, ist die Aussage der Kinder, dass sie mehr Zeit mit mir wollen, wie steht jetzt in Bezug zu der angeblichen Beeinflussung der Kinder? War jetzt die Aussage, die die Kinder dem Richter und dem Verfahrensbeistand gegenüber gemacht haben, dass sie mehr Zeit mit dem Vater wollen, war die jetzt beeinflusst oder nicht beeinflusst? Wie wollen die das voneinander trennen? Was wäre, wenn ich gesagt hätte, okay, ich rede mit den Kindern nicht mehr über das Wechselmodell, dann hätten wir einen erweiterten Umgang bekommen.
Durch deine Beeinflussung. Das ist die Frage. Hätte man dann, wenn ich gesagt hätte, okay, ich schwöre ab vom Wechselmodell, hätte man dann die angebliche Beeinflussung legalisiert und den Umgang erweitert. Aber weil ich gesagt habe, ich rede aber weiterhin weiter, weil es ist mein Elternrecht und ich habe das Recht auf Meinungsfreiheit, deshalb hat man es jetzt radikal eingeschränkt und lässt uns bewachen. Also ich komme fast nicht mehr mit, ne? Aber es ist schon absurd, kann man sagen. Ich habe aber gleichzeitig auch das Gefühl, dass die Fassade bröckelt irgendwie. Also jetzt gerade in diesem Moment habe ich das Gefühl, die Fassade bröckelt. Diese Fassade kann man doch nicht mehr aufrechterhalten. Ja, je mehr du drüber nachdenkst, umso absurder wird es. Zum Beispiel die Internetpräsenz. Ja, hier steht ja, dass ich mit den Kindern weiterhin besprechen wird, das Wechselmodell, und für das Wechselmodell aktiv eintreten wird, auch durch seine Internetpräsenz. Ja, was zu einer seelischen Belastung der Kinder führen würde und nicht kindeswohlverträglich sei. Das Internet funktioniert ja so. Ich stelle etwas ins Internet und dann ist dieses Informationsangebot da. Ob das jetzt jemand aus Australien aufruft oder nicht, ist ja seine Sache. Aber die Mutter hat ja dem Gericht erzählt, dass die Kinder sich meine Videos angeschaut hätten. Aber das habe ja nicht ich gemacht. Die Kinder waren ja in der Zeit nicht bei mir. Ja? Also muss ja die Mutter oder Bekannte der Mutter oder Freunde der Mutter müssen ja den Kindern einen Internetzugang gegeben haben und ein Gerät, um auf meine Seite zuzugreifen. Ja, und den Link vielleicht auch, ne? Ja, aber wie kann denn meine Internetpräsenz kindeswohlgefährdend sein, wenn ja die Kinder aktiv darauf zugreifen müssen und jemand anderes ihnen den Zugang gegeben hat? Also nehmen wir an, die Mutter hat den Kindern diesen Zugang ermöglicht. Dann hat ja die Mutter das Wohl der Kinder gefährdet, weil sie die Inhalte, die Videos meiner Website hat anschauen lassen. Hm. Genau, so hätten es ja auch. Du bist ja nicht der Einzige, der sich dafür einsetzt, dass die Eltern nach einer Trennungsentscheidung gleichberechtigt agieren können. Also da würden ja alle diese Angebote kindeswohlschädigend sein. Was mir noch einfällt, es müsste ja auch der Kontakt der Kinder ausgeschlossen werden zu ihren Freunden, die eventuell auch im Wechselmodell leben und sich gar nicht vorstellen können. Und diese Erfahrung habe ich eben selbst gemacht bei meinen eigenen Kindern. Die haben ja Freunde, die leben aktiv im Wechselmodell. Und ich frage mich, wie die das in ihrem Wesen, wie die das hinkriegen, das auszublenden, dass die was haben, was sie nicht haben können und was sie aber jahrelang sich dafür eingesetzt haben. Da müssten die ja den Kontakt zu diesen Freunden verboten kriegen, weil dieser Kontakt zu den Freunden, die im Wechselmodell mit ihren Eltern leben und sich nicht vorstellen können, wie man den Kontakt zu einem Elternteil einschränken kann, verboten werden. Ja, das ist die Frage der Beeinflussung. Das ist eine gute Frage. Also wenn jetzt unsere Kinder zufällig auf spiegel.de oder süddeutsche.de oder in YouTube jemand anderen über das Wechselmodell reden, hören, ist es dann auch Beeinflussung, die sie schädigt? Was, wenn Freunde sagen, du, ich finde es mit dem Wechselmodell eigentlich gut, schädigen dann diese Kinder unsere Kinder auch seelisch? Schau mal, da muss ja nicht mal einer über das Wechselmodell. Ich überlege gerade in den 4 Wochen, in denen deine Kinder dich nicht sehen durften jetzt. Das kann man so sagen, ne? Mhm. Wenn da jemand ankommt und sagt, ein Freund von ihnen, ja, na Mensch, wie geht's denn euch und so, wie geht's denn eurem Papa und so und was habt ihr dann gemacht? Was bleibt denn da? Das ist, wahrscheinlich haben solche Kinder dann eben auch den Vater, der sie beeinflusst, was das Wechselmodell angeht und sie halt seelisch belastet. Und diese Kinder belasten dann wiederum unsere Kinder mit dem Wechselmodell. Mhm. Ich meine, was, wenn jetzt unsere Kinder untereinander über das Wechselmodell reden? Ja? Wenn die 2 Schwestern sich im Zimmer von einer der Schwestern treffen und sagen, du, ich will aber halb, halb beim Papa sein.
Wir müssen die Mama irgendwie überzeugen. Und dann sagen die Zwillinge, nein, ihr dürft darüber nicht reden, denn weil wenn ich später Vater bin, die Fassade bröckelt, oder? Ja, also die Kinder beeinflussen sich ja dann gegenseitig, aber ich schätze mal, da wird die Verfahrensbeiständin, also das Jugendamt, der Richter sagen, dass ich die Kinder schon so essentiell beeinflusst habe, dass sie diese Beeinflussung schon so psychisch gestört hat, dass sie diese Besessenheit der fixen Idee des Wechselmodells, wie es das Jugendamt geäußert hat, auch schon haben und auch schon davon besessen sind. Ach, Sandro. Also. Ich habe mir auch überlegt, Internetpräsenz, okay. Was, wenn ich jetzt in einem Printmedium ein Interview gebe? Gehört es auch dazu? Also der Richter hat nur Internetpräsenz geschrieben. Was, wenn ich über Morsezeichen, telegrafisch, das Wechselmodell, was, wenn ich per Rauchzeichen, die man bis zum Wohnort meiner Kinder sieht, immer Wechselmodell, Wechselmodell in die Luft blase? Ja? Was, wenn ich Kettenbriefe mache, ja? Wenn ich Post verschicke? Also ich glaube, ich muss dann nochmal beim Gericht anfragen, wie genau das gemeint war, weil ich möchte ja nicht, dass ich eine Unterlassungserklärung bekomme, weil ich Weil du den Beschluss falsch interpretierst. Richtig, ich meine, gilt es jetzt nur, wenn ich auf Deutsch über das Wechselmodell rede oder Shared Parenting auf Englisch, ja, ich meine, die Töchter, die lernen ja Englisch, also dann darf ich auf Englisch auch nicht darüber reden, aber darf ich dann auch Chinesisch vielleicht die Website machen? Das sind alles noch offene Fragen, die ich vom Gericht, denke ich mal, klären lassen muss. Ich würde gerne einen Kommentar noch erwähnen oder vielleicht nicht nur einen. Also eine Kommentatorin, es geht ja sehr heiß her auf Facebook und sehr widersprüchlich, sage ich mal. Und was Tolles ist, wenn Leute sich ja mit dir solidarisieren. Also das wird ja ein bisschen erschwert durch manche Leute, die so sehr persönliche Angriffe fahren, ja, und Behauptungen aufstellen und auch pauschalisieren und verleumden, sage ich mal. Und deswegen ist es umso schöner, wenn irgendwie Menschen, in diesem Fall eine Frau, so Kommentare schreiben wie: Das Residenzmodell lebt vom Entweder-Oder, also in eigentlich einer Polarisierung. Das paritätische Doppelresidenzmodell, fälschlicherweise Wechselmodell genannt, lebt vom Und. Ich kann nicht verstehen, wie man jemanden, der das Und als Ziel nach der Trennung befürwortet, unterstellt, er wolle sich als Sieger über den anderen stellen. Überlegt euch mal, was er hier so schreibt. Sie fügte noch an, ihr reflektiert einzigst eure Haltung auf, Sandro, und das sagt doch schon eine gewaltige Menge über den Einzelnen aus. Ja, sehr schön auch, dass es halt eine Frau schreibt, ja, weil es gibt halt doch vernünftige Frauen, die wirklich die Gleichberechtigung wollen, auch in der Elternschaft. Und nach der Ansbach-Studie ist ja 70% der Bevölkerung für die gleichberechtigte Elternschaft. So gesehen ist ja die Frage, ob 70% der Bevölkerung eine Gefahr für unsere Kinder sind. Nee, sie können ja dafür sein, sie dürfen es ja nur nicht den Kindern gegenüber äußern, die von der Mutter, vom anderen Elternteil in Residenzmodellhaft gehalten werden. Stimmt, ja, also die Beeinflussung darf nicht passieren. Ja. Aber wir kommen ja immer wieder, wir zermartern uns ja immer wieder den Kopf über diesen Beschluss und fragen uns, was er denn bedeutet und wie weit er geht. Also ja, und dieses Und statt dem, also dieses Und im Wechselmodell gegenüber dem Oder im Residenzmodell, ist ja auch das, was ich vorhin angedeutet habe, mit der hypothetischen Annahme, dass beide Eltern die Kinder beeinflussen. Die Frage ist ja das Resultat. Und ich habe vor dem Gericht auch klar gemacht, dass es keine Beeinflussung, sondern ein Willensbildungsprozess war. Und
selbst dann natürlich beeinflussen wir uns gegenseitig. Also ich dürfte ja gar nicht reden, um die Kinder nicht zu beeinflussen, aber ich dürfte auch gar nicht da sein, ja. Es ist doch ganz normal, dass Kinder beeinflusst werden durch die Eltern und andersherum ja auch. Das sind Willensbildungsprozesse, wo man sich als Kind auch mit etwas identifiziert oder nicht, wo man vielleicht schon vorher was gespürt hat, dann durch eine Aussage vom Erwachsenen das stärker wird. Das muss ja gar nicht direkt Wechselmodell sein. Das kann ja nur sein, dass das Kind meine Nähe spürt, wie es bei dem ältesten Zwilling war am Dienstag, und dann spontan sagt: Papa, ich möchte genauso viel Zeit bei dir verbringen wie bei der Mama und beide übernachten, weil er es erlebt. Ja, er erlebt seinen Vater und sagt und hat dieses spontane Gefühl: Ja, ich möchte mit ihm mehr Zeit verbringen. Und natürlich ist es eine Beeinflussung. Meine reine Anwesenheit ist eine Beeinflussung. Und das hat sie echt schön ausgedrückt. Das Und im Wechselmodell heißt doch, dass ich zulasse, dass die Mutter die Kinder genauso beeinflussen kann wie der Vater. Ja? Richtig. Positiv ausgedrückt, dass die Mutter genauso eine wesentliche Rolle spielt wie der Vater. Und da gibt es keinen Loyalitätskonflikt. Und deshalb finde ich das so schrecklich, was der Richter da beschlossen hat, weil am Dienstag waren die Kinder da. Die Mutter hat sie freiwillig zu mir gelassen. Es wäre die Chance gewesen, eine Elternberatung zu machen. Und eigentlich laut Gesetz, ja, FamFG, Familiengesetz, Familienrecht, hätte der Richter, wäre das auch das adäquate Mittel gewesen, ja? Also der begleitete Umgang ist nicht das Mittel der Wahl, wenn die Eltern kooperieren, was den Umgang angeht. Weil warum sollte denn irgendjemand die Kinder bewachen? Wobei auch, wenn der Umgang nicht klappt, ist ja nicht die bewachte Betreuung das Mittel der Wahl, sondern eine Umgangspflegschaft, dass jemand sicherstellt, der Umgang funktioniert. Das sind 10 Minuten, da ist einer da, der schaut, okay, Kinder von Mama zu Papa, Papa fährt weg, fertig, Job erledigt. Ja. Also, dass dann das so entschieden wird und der Richter knallhart die Familie spaltet und den Konflikt, der jetzt noch extrem eskaliert, gegen den Wunsch der Kinder, mehr Zeit mit dem Vater zu verbringen, und dann noch schreibt, ja, in seinem Beschluss, dass ein belastungsfreier Umgang der Kinder mit dem Antragsteller als Umgangsberechtigten gesichert werden soll durch Ein den. belastungsfreier Umgang. Ja, also es sind zwei Frauen dann bei uns da in einem Raum oder was, wo wir uns da treffen Du würden. bist bei den zwei Frauen, nicht zwei Frauen sind bei euch. Richtig, ich bin bei den zwei Frauen, die kommen ja In nicht zu mir, ich komme zu Fremdraum, in denen. einer fremden Stadt. Richtig, und also das war ja das Jugendamt Ehingen, das diese zwei Frauen vorgeschlagen hat. Und wenn das Jugendamt Ehingen sagt, der Herr Krogans ist besessen von der fixen Idee des Wechselmodells, na, dann sind diese zwei Frauen vom Kinderschutzbund in Ulm sicher nicht besessen von der fixen Idee des Wechselmodells, ja. Ich hätte jetzt vermutet, vermutlich besessen von der fixen Idee des Residenzmodells. Eher wahrscheinlich. Und das soll dann belastungsfrei und kindeswohldienlich sein. Das ist absurd. Ich ergänze mal noch ich würde gerne noch den anderen Kommentar vorlesen. Der ist ein bisschen länger, soll ich den komplett vorlesen? Von derselben Frau, sie hat vorher kommentiert unter einem Video von dir, in dem du, glaube ich, erklärst, nein, in einem der letzten Videos, Tag 33 oder 32. Wieso diskutiert man hier darüber, dass Sandro angeblich so viel falsch gemacht haben soll? Er hat sich an das Grundgesetz gehalten. Es gibt auch keine zwei, drei, vier Grundgesetze. Man kann da nicht wählen. Es gibt genau ein einziges. Und da heißt es, die Eltern haben das Recht und so weiter. Da gibt es auch keine Bevorzugung eines Geschlechtes. Und wer behauptet, Sandro hat seine Kinder manipuliert, anstatt aufgeklärt, der möge hier den Beweis erbringen. Bisher hört man nur haltlose Behauptungen von einigen Leuten. Und das ist ja von einigen Leuten, ja.
Aber Tatsachen diesbezüglich wurden von keinem bisher genannt, auch in anderen Beiträgen nicht. Und dann schreibt sie noch was zur Gleichwertigkeit der Eltern. Wer gibt der Kindesmutter das Recht, dass sie gegen die Gesetze des Grundgesetzes aufgrund von Umgangsboykott oder der Klage der Umgangseinschränkung ein Modell in die Trennungsfamilie pflanzen kann, welches eindeutig genau das Gegenteil aller Grundrechte der Eltern aufweist? Nur zum Nachdenken, der Vater hätte zum Zeitpunkt der Trennung genau dasselbe tun können, weil vor der Trennung seine Betreuung in keiner Weise eingeschränkt war. Dass er seinerseits genau dieses Ungleichgewicht nicht hergestellt hat, ist im Zusammenhang als positiv zu werten. Die Mutter der Kinder wertet dieses aber nicht positiv, sie ignoriert dies und nutzt es sogar empathielos aus. Weil sie weiß, dass dieses Unrecht schon über 100.000 Mal befürwortet wurde. Es ist daher so, dass die Gesellschaft dieser absolut eigennützigen und herrscherischen Vorgehensweise von Entrechterinnen oder auch Entrechtern bereits seit Jahrzehnten Tribut zollt und keineswegs hinterfragt. Dann kommt es zur Entrechtung, mit dem der Entrechtete nicht leben möchte. Er geht vor Gericht und beim Gericht wird dann dieses Unrecht manifestiert. Es geht ja noch weiter, aber bis hierhin. Sehr gut formuliert. Ja, was dann in dem Beschluss gemacht wurde, ist, dass man zwei Dinge verklammert. Das eine ist es zum Beispiel die Meinungsfreiheit, ja, die Internetpräsenz, die anscheinend kindeswohlschädigend ist. Dann mein Elternrecht, Artikel 6, Erziehung und Sorge. Auf der einen Seite, ja, Meinungsfreiheit, Elternrecht, auf der anderen Seite Kindeswohl. Und das Kindeswohl ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Das heißt, zwei meiner Grundrechte wurden mit einem unbestimmten Rechtsbegriff verletzt, ausgehöhlt und es gibt keine Begründung dafür. Ja? Was da jetzt schädigend ist am Reden über das Wechselmodell und ob ich die Kinder jetzt beeinflusst habe oder nicht, wird da nicht diskutiert. Es wird einfach nachvollziehbar, ja, als nachvollziehbar angenommen. Genau. Wobei die Person, auf die sich der Richter beruft, auch nichts nachvollziehbar darstellen. Ne? Er beruft sich auf die anderen, die aber auch nichts begründen oder beweisen oder darlegen. Und da fällt mir was ein, der Professor Mausfeld, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, Warum schweigen die Lämmer? Wie Elitendemokratie und Neoliberalismus unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlagen bedrohen. Rainer Mausfeld heißt er. Und da zitiert er eine Ingeborg Maus, die sagt, inwiefern Rechtsstaat und Demokratie überhaupt noch existieren, sei die Frage. Diese Frage muss im Hinblick auf die seit dem 20. Jahrhundert entwickelten juristischen Interpretationsmethoden und den entformalisierten Einbau unbestimmter Rechtsbegriffe in die Gesetze selbst, Vorgänge, die beide die Inhaltsbestimmung der Gesetze in die Situation der Rechtsanwendung verlagern, leider verneint werden. Also die Frage, ob die Demokratie überhaupt noch existiert, muss verneint werden, weil immer mehr unbestimmte Rechtsbegriffe wie das Kindeswohl ins Gesetz eingebaut werden. Und die kann man dann nach Belieben füllen. Die kannst du nach Belieben füllen und also ich bin ja kein Jurist, ja. Aber es ist wichtig nachzudenken, dass ja das Kindeswohl ist ja ein unbestimmter Rechtsbegriff, nicht ein unbestimmter pädagogischer Begriff oder psychologischer Begriff, sondern im Gesetz ist es ja per Definition ein Rechtsbegriff. Ja? Das heißt, das Kindeswohl kann ja immer nur auf Basis der Gesetze ausgelegt werden. Also die Frage, ob das schädigend ist für ein Kind, wenn ein Vater mit dem Kind über das Wechselmodell redet, muss vom Gesetz her beantwortet werden. Und dann muss sich der Richter halt auch die Grundgesetze vergegenwärtigen und sagen, na,
es herrscht Meinungsfreiheit, es gibt Elternrechte, es gibt ja auch die Freiheit des Gewissens und die Freiheit der Weltanschauung. Also wenn meine Weltanschauung die ist, dass ich meine Kinder nicht in den polarisierten Konflikt zwischen den Eltern bringen will, sondern ihnen die Möglichkeit geben will, die Spaltung, ja, den Loyalitätskonflikt zwischen den Eltern zu verhindern und über die Akzeptanz beider Eltern eine differenzierte Wahrnehmung zu entwickeln. Nämlich zu sehen, aha, Papa sagt dies, Papa sagt Wechselmodell, Mama sagt Residenzmodell. Was denke ich eigentlich darüber? Ja? Durch diesen Unterschied in den Eltern entsteht ja erst das Bedürfnis beim Kind, sich selbst zu positionieren. Und unterschiedliche Meinungen von Eltern heißen ja, dass das Kind lernen kann, dass es okay ist, unterschiedliche Meinungen zu haben. Das ist ja die Toleranz in der demokratischen Gesellschaft, das ist ja eine Grundsäule unserer Demokratie. Und dann kann ich differenziert denken, argumentieren, dann höre ich mir an, was mein Vater sagt, was meine Mutter sagt. Nur in unserem Fall hat ja die Mutter immer nur gesagt, nein, ich will das Wechselmodell nicht. Und als sie gefragt wurde, da gibt es ja den Brief auch jetzt online von unserer ältesten Tochter, Mama, warum bist du gegen das Wechselmodell, hat sie ja gesagt, weil ich mit eurem Papa streite. Sie hat einfach das Argument aus der Rechtsprechung übernommen. Ja, halt dieses Hochstrittigkeitsargument, ja, wobei da geht es ja darum, dass halt die Eltern anscheinend nicht kooperieren können, nicht gut genug fürs Wechselmodell, wenn sie angeblich hochstrittig sind. Bei der Mutter unserer Kinder geht es ja da darum, dass sie sagt, ob ich euch zu eurem Vater lasse, hängt davon ab, wie euer Vater sich mir gegenüber verhält. Das heißt, für die Mutter unserer Kinder habe ich als Vater keine eigene Daseinsberechtigung. Sie ist immer abhängig von der Mutter. Und das widerspricht dem Gleichheitsprinzip, weil ich bin ein Mensch, auch unabhängig von der Mutter. Menschenrechte gelten für mich auch unabhängig von der Mutter. Das Grundgesetz gilt für mich unabhängig von der Mutter. Artikel 6, meine Elternrechte, gelten unabhängig davon, ob die Mutter mir die jetzt geben will oder nicht. Witzig, manchmal denke ich, wir haben dieselbe Mutter unserer Kinder. Ja. Weil die Argumentationsketten sind genau gleich, aber es sind wahrscheinlich zwei bedauerliche Einzelfälle jetzt bei uns beiden. Tja, die Einzelfälle. Ja. Willst du noch was aus dem Bericht vorlesen? Wir hatten ja auch an einer anderen Stelle mal das Wechselmodell ausgetauscht gegen andere Weltanschauungen. Beschluss? Habe ich nicht Beschluss gesagt? Du hast Bericht gesagt. Also Bericht, ich meine Beschluss. Das ist ja kein objektiver Bericht. Das müssen wir, wenn wir die Begründung jetzt anschauen, leider verneinen. Ja, willst du den ersten Satz der Begründung ersetzen? Mit was willst du das ersetzen? Also ich fand das, was du vorgeschlagen hast mit dem jüdischen Glauben, fand ich nicht schlecht. Das finde ich am eindrücklichsten, weil gerade dort findet ja auch, gerade auch beim deutschen Volk, ist da ja auch ein Trauma vorhanden. Und wenn man das dadurch ersetzt, ich glaube... Das ist immer schwierig, weißt du, da wird man dann schnell irgendwie... Das ist eine zu harte Kritik. Okay. Na, dann... Ich hatte vorhin noch vorgeschlagen, Hartz-IV-Empfänger. Ich bin ja auch Hartz-IV-Empfänger. Sagen wir es mal mit, Protestantismus und Katholizismus war ja mal im 30-jährigen Krieg ein Problem. Sollen wir es damit mal probieren? Mhm. Also lies doch mal bitte den ersten Satz aus der Begründung des Beschlusses vor, in dem du Wechselmodell gegen... Ich bin mal der Protestant, oder? Okay, gegen Protestantismus austauschst. Der etwas... aufgeklärtere, gläubige Mensch, wobei ich ja Atheist bin. Also das Gericht sieht derzeit einen unbegleiteten Umgang aufgrund der Mitteilung des Kindsvaters, dass er bei Durchführung eines unbegleiteten Umgangs mit seinen Kindern den Protestantismus mit diesen weiterhin besprechen wird und für den Protestantismus aktiv eintreten wird, auch durch seine Internetpräsenz, einen unbegleiteten Umgang aufgrund der seelischen Belastungen der Kinder als nicht kindeswohlverträglich an. Ich frage mich gerade, warum wir das machen. Ne? Ich wollte diese Frage nochmal beantworten. Warum wir das machen, das austauschen.
Also vielleicht können wir uns da nochmal annähern, weil vielleicht denkt ja auch jemand, warum sollte man es austauschen? Es geht ja genau darum. Er beschädigt sie ja damit, dass er mit ihnen über das Wechselmodell spricht. Und nicht, er redet ja nicht über Protestantismus. Aber warum ist es in dem Fall jetzt eine Analogie, die passend ist? Lass uns mal aktuell Dieselskandal Dieses, einsetzen. ja. Das Gericht sieht derzeit einen unbegleiteten Umgang aufgrund der Mitteilung des Kindesvaters, dass er bei Durchführung eines Unfalls mit Kindern über den Dieselskandal mit diesen weiterhin besprechen wird und für den Dieselskandal aktiv eintreten wird, auch durch, oder gegen den Dieselskandal aktiv eintreten wird, auch durch seine Internetpräsenz einen unbegleiteten Umgang aufgrund der seelischen Belastungen der Kinder als nicht kindeswohlverträglich an. Genau, und ich bringe dann ja quasi die Kinder durch, dadurch, dass ich den Dieselskandal an die Öffentlichkeit bringe, in einen Konflikt mit dem betreuenden Elternteil, weil der ja ein Diesel fährt. Nee, die fährt doch, ich glaube, ein Diesel, ich weiß es gar nicht. Also warum stellen wir die Analogie her? Ja? Also uns erscheint es jetzt irgendwie witzig und gleichzeitig tragisch. Also was wir vorher erarbeitet haben, ist ja, dass das Wechselmodell am nächsten am Grundgesetz dran ist, näher als das Residenzmodell. Was ja die Kommentatorin so schön im Kommentar sagt, es geht von dem bisher vorherrschenden Entweder-Oder im Residenzmodell, geht es dir und uns um ein Und im Wechselmodell. Beide Eltern, Freiheit, Freiheit für die Elternteile, also Freiheit für die Kinder. Und das ist näher am Grundgesetz. Es gibt ja zwei Teile in dem Beschluss. Im ersten Teil schließt er das Wechselmodell aus, weil die Eltern hochstrittig sind. Ja? Was nicht stimmt. Der Streit ist ja, der Grundkonflikt ist zwischen Kindern und Mutter, weil die Kinder das anders wollen als die Mutter. Und die Mutter hebt es auf die Elternebene und sagt, der Vater beeinflusst die Kinder. Ja? Nur dadurch kriegt sie diesen Trick hin, dass die Eltern hochstrittig sein. Dabei ist die Mutter mit den Kindern hochstrittig. Das Gericht hat es dankenswerterweise aufgenommen und in dem Beschluss vom Donnerstag verarbeitet, um zu sagen, Wechselmodell geht nicht. Das ist der eine Teil. Das ist ja BGH-Standurteil zum Wechselmodell, ist alles drin, ja. Was die da als Grundlage den Richtern geben, um das Wechselmodell zu verhindern. Und das andere ist eben die Begründung, warum es den betreuten Umgang, begleiteten Umgang geben soll. Und wenn du die zwei Aspekte zusammen dir anschaust, das eine, ja, kriegt ein Vater das Wechselmodell, wenn die Mutter dagegen ist? Nein. Da hat der BGH alle Sicherheitsvorkehrungen eingebaut. Ja, die Eltern dürfen nicht hochstrittig sein. Das Wechselmodell ist kein Mittel, den Konflikt zu befrieden. Ja, steht da alles Ja, drin? exakt. Steht drin, ja. Also, Hochstrittigkeit ist ja auch so ein unbestimmter Rechtsbegriff. richtig. Und mit Hochstrittigkeit werden Grundrechte ausgehebelt. Deshalb sage ich, es ist ein Schandurteil. Es muss ja, also ich bin ja da letztes Jahr naiv vors Gericht gegangen und habe gedacht, okay, die Mutter gibt mir die Grundrechte nicht, jetzt gehe ich vor Gericht und das wird alles schnell erledigt, ja, weil ich als Vater ja die gleichen Rechte habe wie die Mutter. Pustekuchen. Ja? Das war gar nicht möglich. Und immer wieder kam dieses, ja, wenn sie hochstrittig sind, geht es nicht. Und schon allein die Tatsache, dass du vor Gericht gehst, zeigt ja denen, die sind dysfunktional als Eltern, die streiten sich, die können das nicht kriegen. Das ist der Und Beweis. richtig, und dadurch wird dir dein Grundrecht genommen, genauso ein Elternteil sein zu können wie der andere Elternteil. Es wird automatisch schon allein der Fakt, dass du vor Gericht gehst, um dein Grundrecht als Elternteil zu wahren, wird genommen, um dir den das Grundrecht zu nehmen. Hätte ich das nicht selbst so erlebt, würde ich es dann nicht glauben. Und jetzt hast du noch den anderen Teil im Beschluss, dass ich so gefährlich bin für die Kinder, weil ich mit denen weiter über das Wechselmodell rede und das online propagiere, wie es der Richter mir gerne in der Verhandlung in den Mund gelegt hätte. Da habe ich dann noch rechtzeitig eingegriffen. Deshalb bin ich so gefährlich. Und die Kinder dürfen mich nur unter Bewachung sehen.
Und noch viel kürzer, als sie es wollten. Sie wollten nämlich mehr Zeit mit mir, hat die Verfahrensbeiständin gesagt. Und die zwei Sachen, die sind doch erstaunlich, weil einerseits gibt es diese ganze Rechtsprechung, die sagt, nee, da geht das Wechselmodell nicht. Also schon mal weg. Und auf der anderen Seite sagt man dann noch zusätzlich, und der Papa ist so schlimm, weil er dieses Ding, wo unser BGH sagt, das geht nicht, wenn die Eltern streiten, einsetzt, um die Kinder in den Konflikt mit der Mutter zu bringen. Also nicht nur streitet der Vater mit der Mutter, ja, um das Betreuungsmodell, weshalb es nicht geht, sondern er ist auch noch eine Gefährdung. Also die setzen noch einen drauf auf das, was der BGH da gesprochen hat. Da fällt mir ein Kommentar ein von einem Mann auf der Website, auf YouTube. Ja, genau, also der hat es gut ausgedrückt. Lass mich mal suchen. Es sind ja so viele Videos mittlerweile. Du bist besessen. Richtig. Hier, das war bei dem Video zum Beschluss. Genau, er schreibt hier, also bei dem Video muss ich unweigerlich an George Orwell 1984 denken. Wir leben bereits in einer Dystopie nach Orwell. Der Fehler, der hier dem Vater offensichtlich unterläuft, ist, dass er sich eines schweren Gedankenverbrechens schuldig macht, indem er ständig an das Wechselmodell denkt. Die BRD-Gedankenpolizei ist dem Verbrecher natürlich auf die Schliche gekommen und nun wird das Ministerium der Liebe so lange geeignete Umerziehungsmaßnahmen durchführen, hallo Kinderschutzbund in Neu-Ulm, bis der Vater das notwendige Zwiedenk gelernt hat, hallo Jugendamt Ehingen. Nur das Mutterglück ist wirkliches Kindesglück und wer dies noch anzweifelt, der hat seinen eigenen Geist noch nicht überlistet. Hallo Beschluss. Hallo Beschluss, richtig. Ja, er hat da alles drinnen, ne? Und sieht, ja, schauen wir uns doch mal die Perspektive der Kinder an. Die sind doch jetzt völlig verzweifelt. Die kämpfen im April fürs Wechselmodell, streiten 3 Tage lang mit der Mutter. Zum Teil lauthals und sagen, wir wollen aber halbe zum Papa. Und dann sagt die das dem Jugendamt. Das Jugendamt sagt, geht nicht, psychischer Druck vom Vater, Manipulation. Sie soll die Kinder erstmal nicht zu mir lassen. Dann haben sie mich 4 Wochen nicht gesehen. Da gab es einen Gerichtstermin. Und weißt, die Sachbearbeiterin vom Jugendamt hat ja den Kindern gesagt, was euer Papa gemacht hat, war nicht gut. Deshalb dürft ihr ihn jetzt erstmal nicht sehen. Pfui, pfui, Papa hat euch manipuliert ins Wechselmodell. Stell dir vor, du bist meine damals 8-jährige Tochter. Sagst du deinem Papa, Papa, ich will halb im Wechselmodell bei euch leben. Und 1,5 Wochen später steht eine Frau vom Jugendamt vor dir und sagt, was dein Papa gemacht hat, war nicht gut. Dann musst du erstmal als Kind verstehen, Moment, er hat mich doch unterstützt in dem, was ich will. Und jetzt sagt mir eine Frau von einer deutschen Behörde, von einem Amt, die größer ist als ich, die mich dabei noch nett anlächelt, sagt, das war nicht gut von deinem Papa, dich zu unterstützen. Okay, spulen wir ein bisschen vor. 10. September telefoniere ich mit meiner Tochter, die mich heimlich anruft, weil die Mutter gerade weg ist. Die Mutter kommt ins Haus, übernimmt das Telefon, redet mit mir. Über den Inhalt des Gesprächs möchte ich nichts sagen, aber es war nicht schön, was sie vor den Kindern gesagt hat zu mir. Und im Hintergrund schreien die 2 Mädchen verzweifelt und sagen, wir wollen halbe und weinen und kreischen und sagen, wir wollen halbe zum Papa. Das war vor 4 Wochen. Und dann werden sie vom Richter, also erst von Verfahrensbeiständin angehört, bei der Mutter, vielleicht sogar in Hörweite der Mutter, ja. Würdest du da als Kind sagen, was du willst? Die jüngere Tochter
hat der Verfahrensbeistand nicht gesagt, was sie will. Und dann werden sie beim Richter angehört, wo die jüngste Tochter auch wieder nicht gesagt hat, was sie will. Und die war ja die, die im April das Ganze angefangen hat. Hat da jetzt das Jugendamt Ehingen ihren Willen gebrochen, schon im April, als es sagte, du, das ist nicht gut, was dein Papa da macht? Und dann war sie so mutig und hat 4 Briefe unterschrieben, in denen 2 von den Kindern selber geschrieben wurden. Da habe ich nichts gemacht, nichts gewusst, nichts geholfen. Und jetzt ist es so, dass der Richter sagt, na, der Papa gefährdet die Kinder, weil er mit denen übers Wechselmodell redet und sie beeinflusst und gegen die Mutter aufbringt. Jetzt beteiligt sich der Richter sogar an dieser, wie soll ich sagen, an diesem, wie war es im Kommentar, an dieser Umerziehungsmaßnahme, dass nicht nur der Vater das Zwiedenk lernt, sondern auch die Kinder. Mhm. Die Kinder lernen jetzt doch, ich darf in Deutschland nicht meine Meinung sagen. Ich darf nicht sagen, was ich will. Weil wenn ich es mache, kann es sein, dass ein Richter kommt und sagt, die Menschen, die dich bei dem unterstützen, was du willst, wie jetzt zum Beispiel dein Papa, die dürfen das nicht, die schädigen dich dabei. Und das ist doch das, was die Kinder schädigt. Das ist massiv. Das ist massiv. Die sitzen jetzt zu Hause, haben kein Vertrauen mehr ins Jugendamt, in die Verfahrensbeistellin oder den Richter. Wenn es jemals wieder zu einem Verfahren kommt und die Kinder werden befragt, glaubst du, die vertrauen denen? Und frag dich mal, jüngste Tochter, weder der Verfahrensbeistellin noch dem Richter gesagt hat, was sie will. Abgesehen. Warte nochmal, es ist zerstückelt. Ganz. Warte, ich mache gleich Pause. Ich das nochmal. Ja, jetzt ist wieder da. Okay, gut. Ja, was ich gesagt habe, ist, dass halt in diesem Zusammenhang werden die Kinder doch beim nächsten Verfahren nicht mehr sagen, was sie wollen. Die vertrauen ja nicht mehr der Verfahrensbeistellung, geschweige denn dem Jugendamt noch dem Richter. Und abgesehen davon, stell dir vor, du bist dieser 5-jährige Zwilling, ja, oder einer von den 5-jährigen Zwillingen. Und du bist 40, deine Ehe ist kaputt, du gehst zu einem Therapeuten und dir wird klar, dass man dich damals mit 5 Jahren gefragt hat, wo du leben willst. Und du hast gesagt, ich will zu beiden Eltern und ich habe die Mama lieb. Und das interpretiert der Richter so, dass du lieber zur Mama willst. Ja? Dass du eine stärkere Bindung zu deiner Mutter hast. Und dass du deshalb deinen Vater kaum noch oder gar nicht gesehen hast, weil dann ein begleiteter Umgang angeordnet wurde. Mit 40 merkst du, was es für einen seelischen Schaden in dir angerichtet hat. Was für ein Kindesmissbrauch das war, dich zu fragen mit 5 Jahren, wo du leben willst. Selbst bei der ältesten Tochter mit 10 Jahren ist es Kindesmissbrauch, das zu fragen. Weil die macht sich doch jetzt Vorwürfe. Was hätte ich sagen sollen? Jetzt gibt es einen begleitenden Umgang. Die Kinder fragen sich doch alle, was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich sagen sollen dem Richter und der Verfahrensbeiständin? Sie sind doch jetzt für ihr Leben traumatisiert. Das ist eine seelische Grausamkeit. Also, wie sagst du, also ich frage mich, wie meine Ex-Frau das unseren Kindern gesagt hat oder sagen will. Ich meine, unsere Kinder wussten, was auf uns zukommt. Als wir besprochen haben, leben wir das Wechselmodell, ja oder nein, haben sie mich gefragt, was kann passieren. Und ich habe zum Beispiel das Hausverbot an der Schule in Munderkingen vorhergesagt. Und ich habe gesagt, vielleicht wird eure Mama beantragen, dass ihr mich gar nicht mehr sehen sollt für eine Zeit. Oder dass es einen begleitenden Umgang gibt. Und ich habe denen erklärt, was das heißt. Die waren voll im Bilde, was passieren kann in Deutschland, wenn 4 Kinder und ihr Vater das Wechselmodell einfach leben gegen den Willen der Mutter. Und jetzt haben wir den begleiteten Umgang und die Kinder wollen das Wechselmodell leben. Sie wurden befragt
Es wurde nicht in ihrem Sinne entschieden, auch nicht ein erweiterter Umgang. Es wurde nicht der Wunsch der Kinder berücksichtigt, dass sie spontan, flexibel, auch den Alltag, ja. Und die jüngste Tochter hat ja nichts gesagt. Also die hat sich völlig rausgehalten, ja. Also da kann man gar nicht sagen, was sie wollte. Und jetzt werden die in dieses Dilemma reingeschickt und fragen sich, was habe ich gesagt, der Verfahrensbeistand und dem Richter, dass ich meinen Papa jetzt nur noch unter Bewachung sehen darf, weil im April war es ja schon so, dass der Papa was falsch gemacht hat, als er sie unterstützt hat. Und jetzt hat der Richter was entschieden, wo der Papa die Kinder wieder was falsch gemacht hat, indem er sie unterstützt hat. Also sollten die Kinder doch dem Papa gar nicht mehr sagen, was sie wollen. Das Problem hat sich dort sowieso schon erledigt durch das, was da das Jugendamt, die Verfahrensbeistand und der Richter gemacht haben. Es ist doch jetzt eigentlich irrelevant, ob ich mit den Kindern noch über das Wechselmodell rede oder nicht. Die Kinder werden zu mir sagen, und das habe ich bei der ältesten Tochter erlebt, die werden in Zukunft immer sagen, Papa, ich will nicht mehr darüber reden. Warum? Weil sie Angst haben, dass wenn ich sie unterstütze, dass es noch schlimmer wird. Dass irgendwas Schlimmes passiert. Ja. Das ist verrückt. Und ich will nochmal festhalten, du hast sie nicht nackt bei minus 10 Grad auf dem Balkon auf der Brüstung balancieren lassen und warst bekifft und betrunken von einem Pornofilm eingeschlafen. Nee, was ich gemacht habe, ist jedes Mal, wenn ich die Kinder abgeholt habe, habe ich meine Bazooka rausgeholt, die auf die Schulter auf die Geräte und gesagt, ihr wisst ja, Wechselmodell, immer nur Wechselmodell. Ich bin besessen davon. Ich bin noch schlimmer als die ISIS, besessen von der fixen Idee des Wechselmodells. Apropos Bazooka, da rein, mal, da hatten wir die Zwillinge noch gar nicht. Da habe ich die Älteste vom Kindergarten abgeholt, bin da gesessen, dann kam ein Junge vorbei mit so einem Kartonrohr, läuft an mir vorbei und sagt, das ist meine Bazooka. Und läuft halt. Ja, also diese Witze helfen einem manchmal aus dieser üblen Situation rauszukommen. Also dieser Beschluss des Amtsgerichts Ulm schürt den Konflikt zwischen den Eltern und schädigt die seelische Entwicklung der Kinder. Also alles, was der Richter da schreibt. Ja, und setzt sich mit der Begründung über das Grundgesetz hinweg. Ja. Ich wollte dich mal noch eins fragen. In vielen Kommentaren taucht auf, dass du deine Kinder missbrauchst und sie öffentlich vorführst. Und das ist ja schon hart, irgendwie sowas zu sagen. Ja, vorführen tue ich sie ja nicht. Also die Namen der Kinder nenne ich nicht. Es gibt keine Bilder von den Kindern im Internet. Die zwei Briefe, die ich veröffentlicht habe, da habe ich das Einverständnis der Kinder dafür. Und das ist alles, was vor uns war, weiß ich nicht. Ja. Aber das ist halt eine Strategie, um mich. Ja. Okay, ja. Verbindung ist wieder besser. Also die zwei Briefe, die ich veröffentlicht habe, da habe ich immer das Einverständnis der Kinder gehabt, das zu machen. Ich habe auch noch das Einverständnis für andere Sachen, die ich veröffentlichen kann. Ja, aber ich halte die zurück. Ich mache die nur, wenn es wirklich notwendig ist. Und das ist alles mit den Kindern abgesprochen. Und ich finde, dieser Vorwurf, ich würde die Kinder vorführen in der Öffentlichkeit, der ist so verächtlich, weil wenn man sich anschaut, was da vor Gericht läuft, und dieser Beschluss führt es ja vor Augen. Ja, das ist also der Beschluss ist kindeswohlgefährdend. Die Begründung ist absurd und verletzt meine Grundrechte. Und die Kinder werden in ein Dilemma gebracht, dass sie sich nicht mehr trauen, ihrem Vater zu sagen, was sie wollen, weil sie dann Angst haben, er setzt sich dafür ein. Und dann haben sie Nachteile daraus. Ja? Da bleibt einem doch nur noch die Öffentlichkeit.
Und dann wird sogar noch die Tatsache, dass ich mich an die Öffentlichkeit richte, in dem Beschluss benutzt gegen unsere Kinder, in dem gesagt wird, die Internetpräsenz ist auch kindeswohlgefährdend. Also du wendest dich an die Öffentlichkeit, weil du es als einzige Möglichkeit siehst, dass irgendwas sich dahingehend ändert, dass du als normaler Mensch betrachtet wirst, normales Elternteil, das Alltag mit seinen Kindern haben möchte. Sie sind als einzigen Weg und das wird dann benutzt und nicht nur um dich zu bestrafen, sondern auch deine Kinder zu bestrafen darin, dass sie was wollen. Genau, also das habe ich ja beim Jugendamt Ehingen erlebt, von der Verfahrensbeistelle und der Beschluss zeigt es jetzt sehr deutlich. Es muss da irgendwo ein Seminar geben, wie mache ich ein Elternteil verrückt. Ja, weil in meinem Fall wird meine Überzeugung, mein Anliegen, weshalb ich ja den Antrag auf das Wechselmodell stelle, gegen mich verwendet. Es wird umgedreht. Meine Darstellung, dass das Wechselmodell für das Kindeswohl das Beste ist, belegt durch eine Studie, eine Metastudie, die 60 andere Studien untersucht. Ja. Ich habe wissenschaftliche Studien genannt. Als ich dann das erwähnte, ich dann nur gesagt, da gibt es auch andere Studien, hat aber keine genannt. Ja. Und diese Überzeugung, auch diese grundgesetzkonforme Überzeugung, wird gegen mich verwandt. Also ich setze mich für die Menschenrechte und Grundrechte unserer Kinder ein und das wird mir als Kindeswohlgefährdung ausgelegt. Verrückt. Naja. Aber es gibt genug Leute im Internet, die mich für verrückt halten. Und der gegnerische Anwalt hat in dem Verfahren, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, der hat ja dann zu meiner Ex-Frau so rüber gesagt, leise, der ist ja verrückt. Ja, also das. Ich finde ja auch, dass du verrückt bist. Danke. Und ich meine das als Kompliment, weil man kann ja, also in dem, was ich sehe, in meiner eigenen, in meinem eigenen Fall, sage ich mal, und was ich auch bei dir mitbekomme, man kann ja nicht normal sein, man kann ja nicht mehr normal dort agieren in einem Umfeld, was so pathologisch ist. Man kann ja nur verrückt sein und verrückt ist ja positiv eigentlich. Eigentlich bist du ja sogar verrückt worden. Du wärst ja eigentlich lieber. Ja. Du meinst, dadurch, dass die anderen pathologisch sind, wirkt jemand, der normal ist, wie jemand verrückt ist. Also ja, das fällt mir jetzt gerade so auf. Ich glaube, in dem Umfeld, und so wie du es beschreibst, scheint mir das Umfeld pathologisch zu sein. Muss man ja verrückt wirken, wenn man eigentlich ein ganz normaler, gleichwürdiger Mensch ein gleichwürdiges Leben führen möchte. Ja, das Schlimme ist ja, dass dieses Denken, dass die Kinder zur Mutter gehören, irgendwie immer noch politisch gewollt ist. Und auch durch die Lobbygruppen, ja, wie Juristenbund und so. Das ist ja auch ein Milliardengeschäft, ja, dass in Schweden, habe ich gelesen, die Umgangsstreitigkeiten sind um 70% zurückgegangen, seit das Wechselmodell als Standardlösung eingeführt wurde. Also wenn das mal auf Deutschland wenn da die ganzen Scheidungsanwälte plötzlich 70% ihres Umsatzes verlieren, das sind ja Milliarden, über die wir reden. Aber Geld ist ja immer nur eine Manifestation von Gedanken, von Prägungen, ja. Und da frage ich mich halt, hat der Richter so eine ähnliche Mutter gehabt oder hat er sie wie
unsere Kinder eine Mutter haben oder wie es bei dir ist, ja, mit der Mutter deiner Kinder, ist das quasi, fällt es einem gar nicht auf, dass dieses Verhalten einer Frau, die Kinder nicht zum Vater zu lassen, dass das logisch ist. Ja, dass das grundgesetzwidrig ist und auch die Kinder seelisch ja, zerstören kann, ja. Warum fällt es einem Richter nicht auf? Warum schreit er eine Verfahrensbeistände nicht? Stopp, das ist gegen die Kinderrechte, das geht nicht. Das geht auf keinen Fall, ja. Warum sage ich stattdessen, ja, wenn der Vater sich fürs Wechselmodell weiter einsetzt und mit den Kindern drüber redet, dann gefährdet er die Kinder. Da passt irgendwas nicht zusammen. Und ich kann mir das nur so erklären, dass diese Menschen ebenso geprägt sind, dass sie was Ähnliches erlebt haben, dass sie selber, also das ich erkläre es mal so, das typische Muster ist ja, eben auch aus den Rollen, traditionellen Rollenbildern, Mutter zu Hause mit Kindern, Vater geht arbeiten. Die Kinder sind dadurch der Mutter ausgeliefert, weil der Vater kommt nur abends nach Hause, hat keine Zeit, will sich entspannen. Wenn dann der kleine Sohn oder die kleine Tochter kommt und sagt, du, die Mama, die hat heute dies und jenes gemacht, ja, und sich Hilfe vom Vater erhofft, dann sagt er, oh, du, genau, also wenn der Sohn dann zum Vater geht, ja, und sagt, die Mama hat heute dies und jenes zu mir gemacht, dann sagt der Vater, der von der Arbeit kam, das regelt die Mama mit dir, ja. Also Erziehung war einfach Frauensache. Und dadurch war dieser Junge oder die Tochter der Mutter ausgeliefert, die da, je nachdem wie sie war, ja, herrisch, tyrannisch da das Leben der Kinder bestimmt hat. Eventuell, ne? Kann ja sein. Eventuell, genau. Je nachdem, wie reif diese Mutter war. Ja. Je unreifer, je narzisstischer, umso tyrannischer war sie eben. Und was dann passiert, ist halt, dass das Kind der Mutter ausgeliefert ist und das Tyrannische der Mutter abspalten muss. Ja. Das muss ganz tief verborgen werden. Und gleichzeitig entwickelt das Kind dann einen Hass auf den Vater, weil der Vater das Kind nicht schützt vor dieser Mutter. Und dann hast du halt, ja, auf Frauen, ja, das Mädchen wird dann zu einer Frau, die das wiederholt, was die Mutter macht. Weil die findet dann irgendwann ihren Ehepartner ganz schlimm, ja, die hasst den, weil sie ja ihren Vater hasst, weil er sie vor der Mutter nicht geschützt hat. Sie selber denkt aber, sie ist das Opfer von diesem schlimmen Mann, ja, und agiert aber selbst tyrannisch und entzieht dem Vater ihrer Kinder die Kinder. Und bei den Jungs, die dann in dem traditionellen Rollenmuster aufgewachsen sind, ist es dann halt so, dass sie dann halt immer Frauen unterstützen. Ja? Also das sind dann Männer, die beschützen Frauen. Ja? Das sind dann Polizisten, die mich des Platzes verweisen, weil meine Ex-Frau sie angerufen hat, gesagt hat, ich habe Angst vor meinem Mann. Und dann kommen die zur Stelle, sind natürlich coole Polizisten und befreien dann diese Frau aus dieser misslichen Lage, die gar nicht real existiert. Ja, es ist das Gefühl dieser Frau. Und das ist, weil wahrscheinlich dieser Polizist eine Mutter hatte, die ihn so manipuliert hat, dass er auf ihre Gefühle achtet und ihre Erwartungen erfüllt. Und als Junge, auch als Mädchen natürlich, wenn du halt so einer Mutter alleine ausgeliefert bist, entwickelst du ganz feine Antennen, wie du sie ruhig halten kannst, damit sie dir gegenüber nicht wütend wird. Und dann ist es natürlich besser zu sagen, wenn eine Frau anruft, sagt, ich habe Angst vor meinem Mann, der steht vor dem Haus, dass du dann zur Tat schreitest und diesen bösen Mann, ja, der wie dein Vater dich nicht vor der herrischen Mutter gerettet hat und du musstest es abspalten. Nicht die Mutter ist böse, sondern irgendwann hast du daran geglaubt, der Papa ist böse, weil ich bin ja von meiner Mama abhängig. Du hast dieses Wutgefühl gehabt, wusstest nicht, wohin damit, konntest es nicht auf die Mutter richten, weil dein Überleben hing von ihr ab. Also hast du das auf deinen Vater gerichtet, der dafür nichts konnte. Gut, in der Dynamik konnte er was dafür, ja. Aber diese Spaltung, in der steckst du halt drin. Und genau die soll ja durch das Wechselmodell auch aufgehoben werden. Genau deshalb kämpfe ich für das Wechselmodell für unsere Kinder. Aber jetzt werden sie
per Beschluss des Amtsgericht Ulm gespalten, weil der Papa hat sie bei etwas unterstützt, das die Spaltung aufheben würde, nämlich ihr Wunsch, bei beiden Eltern zu sein. Aber der Richter definiert es als gefährlich und zementiert die Spaltung. Mhm. Unglaublich. Und so tut im Grunde ein Richter über das Recht die transgenerationalen Traumata weiterreichen, weil er, also ich unterstelle das jetzt alles, ja, er hat es nicht anders erlebt. Es gibt ja auch Rechtswissenschaftler oder auch Richter, die sagen, ein Richter muss immer seine eigenen Gefühle bedenken. Mhm. Das ist genau diese Reflexion über die eigene Prägung. Aber wenn man die nicht reflektiert, hilft man, die Traumata in seiner oberschwäbischen Umgebung oder in Baden-Württemberg oder in Deutschland, ja, das sind auch deutschlandweite Traumata durch den Zweiten Weltkrieg, wo die Väter weg waren und so weiter, die werden weitergegeben durch die Mutter, auch durch einen Vater, der das nicht reflektieren kann, durch die Verfahrensbeistände, Jugendämter, Richter. Wenn wir endlich mal das Wechselmodell als Standardlösung nach der Scheidung einführen würden, sodass, wenn Eltern sich nicht einig sind, automatisch das Wechselmodell gilt, dann hätten wir auch die Möglichkeit, unseren Kindern eine Zukunft zu geben, in der sie diese Spaltung, diese Generationen von Traumata, die weitergereicht wurden, überwinden können, weil sie plötzlich, oder nicht plötzlich, sondern weil sie konstant immer beide Eltern vor sich haben. Und reflektieren können, das mitkriegen können, sich bewusst werden können darüber, justieren können, ja. Und es ist ja so, wir geben ja als Eltern unsere Gene den Kindern mit. Und sie können ja nur erleben, wer sie sind im Zusammensein mit den Personen, von denen sie die Gene haben. Und die Gene sind ja kodierte Informationen, die über Generationen weitergegeben werden. Erfahrungen, die in den Körper, in die Gene hereingebracht wurden über viele hunderte, tausende Generationen. Und wenn man das den Kindern nimmt, mit so einem Beschluss wie vom Amtsgericht Ulm und quasi noch die Spaltung unter Bewachung stellt, damit der Vater nicht die Auflösung der Spaltung betreiben kann, indem er mit den Kindern über das Wechselmodell redet, dann ist es offensichtlich, was in Deutschland das Problem ist. Mhm. Also das Einzige, was du gemacht hast, ist, du wolltest die Spaltung der Kinder verhindern. Und das, was passierte, was eingetreten ist stattdessen, ist, die Spaltung wurde manifestiert. Stärker, als sie sich jedes der Kinder hätte vorstellen können. Genau. Wenn das kein Schlusswort ist. Ein tragisches Schlusswort. Hm. Gibt es noch einen Ausblick heute? Heute nicht mehr, es ist schon zu spät. Ich muss aber ehrlich sagen, die Woche war natürlich heftig. Ja? Also ich habe schon ganz vergessen gehabt, dass ich ja am Montag im Fernsehen war, in der NDR-Doku. Dann waren die Kinder da am Dienstag, was natürlich schön war. Und dann habe ich den Beschluss entgegengefiltert. Der kam dann am Donnerstag und was ist denn da los? Und ich führe ja dann auch viele Gespräche mit Leuten, die mich anrufen, die das mitkriegen. Und heute bin ich ziemlich zu da oben. Ja. Also bin froh, wenn ich jetzt ins Bett kann. Und ich habe Sachen vorbereitet, die ans Gericht gehen und Jugendamt und so weiter. Die werde ich auch veröffentlichen. Also das werden alle mitkriegen. Nur ich habe geschaut, dass ich übers Wochenende auch Ruhe habe und war ja auf den Jazz-Tagen. Warst du dort? Wo ich lebe, ja. Also es war fantastisch. Joe Kraus, das ist ein Ulmer Trompeter, der weltweit unterwegs ist und super Jazzmusiker. Und die SWR Big Band. Die waren da. Okay. Die war da und die SWR Big Band ist ja, also es ist ja Weltniveau. Ja. Da kommen Leute aus Los Angeles, fliegen rüber, um in Stuttgart mit denen zu spielen. Okay. Und der Leiter der SWR Big Band, der ist schlichtweg genial. Ja, also der, es war toll, so Sachen lenken dann auch schön ab. Mhm.
Gut, ich gönne dir den Restsonntag. Nee, was haben wir Dir heute? auch. Restsonntag. Und dann starten wir in die neue Woche und ich bin gespannt. Ich Danke unterstütze dich, dir. Sandro, und ich hoffe, dass du viele Unterstützung bekommst und Solidarisierung aus der Gemeinschaft. Ja, also ich danke jedem, der mir per Kommentaren auf Facebook oder auf YouTube oder auch in privaten Facebook-Messages oder über WhatsApp. Manche konnte ich gar nicht gleich beantworten, ja. Also auch jetzt auf WhatsApp, ein Freund hat mir geschrieben, denn schon am Freitag haben wir telefoniert und das sollte ich eigentlich noch anrufen. Also wenn du hier zuschaust, tut mir leid. Es ist einfach so viel und ich schätze es sehr. Also die Unterstützung ist unglaublich, ja, die klaren Worte, die da kommen. Und das Wichtige ist, dass wir uns solidarisieren, ja. Und ich glaube, ein paar Leuten ist klar geworden, dass ich hier für was einstehe, was nicht nur das Leben unserer Kinder, also halt unsere vier Kinder in Zukunft erleichtert, sondern das Leben aller Kinder in Deutschland, weil es soll nie wieder auch nur ein Kind nach der Trennung der Eltern befürchten müssen, einen Elternteil zu verlieren. Und kein Richtig. Elternteil soll befürchten, seine Kinder zu verlieren. Und Und dieses dann auch eintreten sogar. genau, und bitte, wenn ich das irgendwie schaffe, dass sich es ändert, ja, ich will nicht, dass ein Elternteil sich super gut mit Internetmarketing auskennen muss, YouTube-Videos machen können muss, Anträge ans Gericht schreiben können muss, dann noch irgendwie versucht, irgendwie mit der Ex-Frau zurechtzukommen und dann noch mit vier Kindern ja eine gute, tiefe, väterliche Beziehung aufrechterhält. Ja? Also bitte. Es soll doch so sein, dass Eltern nach der Trennung einfach mit beiden Kindern zusammen sind. Warum müssen wir sowas vor Gericht erstreiten? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir sind nämlich mal im Jahr 1960 oder 1970, es ist 2018. Das muss sich jetzt mal schnell ändern in Deutschland, damit das, was unsere Kinder gerade erleben, diese Spaltung, diese Kindesmisshandlung per Gerichtsbeschluss, die muss ein Ende haben. Diese Einzelfälle sind keine Einzelfälle. Dahinter steckt ein System. Es ist aber kein bewusst gesteuertes System. Natürlich bewusst in dem Sinne, dass hier Menschen bewusst Beschlüsse fassen und damit ihr Geld verdienen, auch Anwälte, Verfahrensbeistände, psychologische Gutachter und so weiter. Aber es ist unreflektiert. Den Menschen ist nicht klar, was sie damit anrichten, sonst würden sie es nicht machen. Und das muss aufhören. Es darf in Deutschland nie wieder passieren, dass Kinder wie meine Kinder ganz klar mehr Zeit mit ihrem Vater verbringen wollen und dann aber dafür abgestraft werden, dass sie sich für etwas einsetzen, nämlich das Wechselmodell, was in Deutschland anscheinend nicht möglich ist. Ja, das wünsche ich mir auch und ich unterstütze dich dabei. Dankeschön. Sandro, mach's gut. Guten Abend. Ciao. Gute Nacht. Ciao.